Hallo und herzlich willkommen zurück hier in Minecraft. Schön, dass ihr noch dabei seid. Ich werde mich jetzt erstmal hier etwas runtergraben hier. Aber dazu brauchen wir erst ein paar Leitern. Denn wir brauchen ja noch Eisen für unseren Garten. Dazu brauche ich hier noch ein paar Stöckis. Wie war das jetzt nochmal? 24 Dinger werden reichen. Wir brauchen dann noch Fackeln haben wir noch 11, müssten auch reichen. Ich tue gerade mal das ganze unnötige Zeug mal rein hier, dass wir hier mal ein bisschen was anbauen können. Das goldene Schwert habe ich gefunden. Das habt ihr ja gesehen in der letzten Folge. So, ich brauche ein leeres Inventar mit dem ganzen Zeugs hier. Die nehme ich mit. So. Dann geht's mal los. So, ich baue da mal immer eine Leiter hin, dass ich da wieder hochkomme. Da ist schon der erste Stein. So. Da ist Kohle, das ist nicht schlecht. Ich mache mir gerade mal hier eine Fackel hin. Oder auch nicht. Dann mache ich hier gerade noch die Richtung noch kurz eine Fackel rein, so, dass man was sieht. Also wie gesagt, ich bin auf Eisensuche. Kohle ist auch nicht schlecht. Kohle kann man eigentlich immer gebrauchen. Auch im wahren Leben braucht man immer Kohle. Aber ich bin eher der Eisentyp, dass wir hier den Garten machen können, bauen können. Den großen Garten, dass jeder hier was hat vom Weizen etc. So. Und so. Ich könnte euch auch die Holzdinger nehmen. Das dauert zwar ein bisschen länger. Oh, da komm, ich nehme die Stein. Was habe ich denn? Die Steinaxt. So, ich glaube, ich hätte mir Fackel mitnehmen sollen. Wir können ja immer wieder hochgehen. Ich hab auch kein Holz dabei. Schlecht. Also ich bin schlecht vorbereitet auf die Höhle, muss ich ehrlich sagen. Aber wir können ja dann wieder hochgehen, noch ein bisschen Material holen. Ich glaube, ich brauche noch ein paar... auf welcher Höhe sind wir denn überhaupt? 15. Okay. Dann grabe ich mir die Richtung. Ich muss gerade mal Fackeln noch ein bisschen holen und noch ein paar Leitern. Als es dann weitergeht, unser Community-Projekt. Glas brauche ich dann auch noch. Hier. Eine Spitzhacke wollte ich auch noch bauen. Eine zweite Spitzhacke noch und dann brauchen wir noch Fackeln. Zum Glück haben wir noch genug Holz da. Für ausreichend Fackeln zum Bauen. Jetzt brauche ich wieder Stickies für eine Leiter. Uns geht auch langsam das Holz wieder aus. So, ich hoffe, der Sound passt jetzt, dass ich nicht zu laut und nicht zu leise bin. Eine Leiter bauen wir mal ein paar mehr. So, wir haben das. Ah, wir haben noch ein bisschen was zu essen dabei. Das packe ich mal in die Hand. Die Kartoffeln will ich halt ganz gern anpflanzen, dass wir wieder welche haben. Das geht halt nur mit Eisen. Aber bis jetzt haben wir leider noch kein Eisen gefunden. Die zwei Kohlen nehme ich doch noch mit. Hier, das tue ich mal raus. Die zwei Haken tue ich auch mal raus. So, dann geht's mal weiter. Dann geht's mal wieder runter hier in die Absteige. Hallo?
So, jetzt geht er runter. Dann graben wir uns mal da nach links oder nach rechts durch. Ja, vielleicht haben wir ja Glück, dass wir gleich Eisen finden. Jetzt machen wir Script Mining. Script Mining heißt, wir graben uns jetzt mal in irgendeine Richtung. Also in dem Fall ist es... so, in die Richtung hier erstmal, ein paar Meter. Dann machen wir zwei Abstand. Wenn ihr wissen wollt, warum zwei, weil man dann links und rechts sehen kann, ob da was drin ist. Ich sehe aber auf jeden Fall Wasser. So, wir brauchen Eisen, Eisen, Eisen. So. Ich grab mich mal da mal gerade mal ein paar Blöcke hier durch. Also das Wasser kommt wieder näher. Ein neues Rezept gelernt, das ist gut. Ey, komm, Eisen, du musst doch irgendwo geben hier. Granit, okay. Mit Granit kann man ein bisschen was bauen. Vielleicht mal so einen Granitweg, wer weiß. Also, da gibt es nichts. Dann gehen wir gerade zwei dahin. Denn hier ist ja gar nichts. Du weißt nicht, was hinter denen Blöcke ist. Vielleicht haben wir da ja Glück, dass da irgendwie Eisen drin ist. Oder sind wir in der falschen. Wir sind bei 12. Da müsste doch eigentlich irgendwas an Eisen geben. Wenn mich alles täuscht. Wenn ich mich täusche, dann schreibt mir es bitte in die Kommentare, dass es dann weiß, in welcher Lage es Eisen gibt. So, unsere Hake ist auch, unsere Spitzhacke ist jetzt auch gleich kaputt. Ich sehe nichts. So. Auch, das gibt's ja, da muss es doch irgendwo Eisen geben. 1, 2 hier. Jetzt müssen wir eben noch eine Etage tiefer. Aber ich höre das Wasser. Vielleicht gibt es auch gleich Lava, vielleicht finden wir auch gleich Diamanten. Nee, Diamanten können wir sowieso nicht bauen, wir brauchen eine Eisenspitzhacke. Das ist natürlich uncool, dass das Sand ist. Hallo Sand, gehst du mal weg, bitte? Du machst hier alles kaputt. Eisen, wo bist denn du denn? Hier gibt es auch kein Eisen. Ich bin dafür, dass wir mal weiter runtergraben. Bei welcher Etage sind wir jetzt? Bei 8. Graben wir uns mal gerade mal hier durch. Wir haben auch keine Steinaxt mehr. Oh Mann, ich habe echt zu wenig Steinäxte dabei. Spitzhacken. Die Suche nach Eisen. Bauen wir die Gänge mal ein bisschen breiter. Ich höre hier schon Wasser. Vielleicht kommen wir gleich in eine unterirdische Höhle rein. Schlecht wär's nicht. Ich brauche aber Eisen und Kohle. Ich kann ja die ganze Folge hier nach Eisen suchen. Wie sieht denn das aus? Das guckt sich ja doch keine Sau an am Schluss. Wie ich hier auf Eisensuche gehe. Also ich habe Minecraft angefangen in Version 1.1.12. Habe ich jetzt angefangen zu spielen mit einem guten Freund. Der hat sich damals einen Minecraft-Server sich geholt, also so wie ich, also ja, Minecraft-Server. Ich habe früher auch einen eigenen Minecraft-Server gehabt, aber irgendwann habe ich halt nur die Lust verloren, Minecraft zu spielen, und jetzt spiele ich es halt nochmal.
Vielleicht mit euch zusammen, wenn ich 4 weiter oder 3 weitere Spieler finde. Also ein Platz muss immer frei sein. Hier in de, auf dem Server. Nehmen wir gerade mal die Holzaxt weiter. Holzspitzhacke. Ey, komm, das darf nicht wahr sein. Wir finden jetzt gar nichts mehr. Kein Eisen, kein Holz, Gold. Gar nichts. Wir hören dann nur irgendein scheiß Geplätscher hier. Und Monster noch. Das heißt also, wenn Monster sind, dann ist auch irgendwo eine Höhle. Das heißt, wir bauen uns mal in die Richtung. Ich hör die Monster schon. Irgendwie donnert's draußen. Da ist Kohle. Immerhin etwas, aber wir müssen jetzt erstmal wieder zurück. Noch ein paar Spitzhacke holen. Der lange Weg hoch zu uns. Ja, machen wir das Ganze mal mit Maika. Das ist unten nämlich unsere Mine, wo wir uns mal Steine holen. Okay, Steine haben wir dann genug. Ja, was habe ich gesagt? Es ist dunkel. Das heißt also, wir müssen uns kurz hinlegen. So, und es ist schon wieder Tag. Helliger Tag. Da ist ein Creeper. Der müsste jetzt eigentlich gleich sterben. Bauen wir gleich nochmal eine. Und nochmal eine. Und vielleicht nochmal eine. So, das reicht jetzt. Wir haben jetzt genug hier Bruchsteine. So. Okay, unsere Truhe ist voll. Habe ich hier noch Holz für eine neue? Ne, Holz habe ich auch keins mehr. Ist aber nicht schlimm. Jetzt gehen wir wieso wieder runter in die Höhle. In die Höhle zurück. Zu den Monster, wo wir nicht gefunden haben. Oder doch. Immerhin, wir haben sie schon mal gehört, die Monster. Nee, runter. Du gehst ganz einfach runter. Gehst den Weg hier durch und dahinter sehen wir ja. Wenn man hört, wir hören irgendwelche Monstergeräusche. Die müssten eigentlich gleich in der Nähe sein. Vielleicht sind sie auch über uns. Nee, die müssen hier irgendwo sein, die Höhle. Ich höre sie doch. Ich höre auch Lava. Was ungeschickt ist. Ja, ich glaube, wir haben jetzt Eisen gefunden. So, wir suchen immer noch nach dem scheiß Eisen und wir haben es immer noch gefunden. Sorry für den Ausdruck. Aber langsam ist es richtig nervig hier. Kein Eisen zu finden, ne? Ah, wir haben Beton. Kies habe also freigeschaltet. Eine Schaufel haben wir auch keine. Ich habe nichts mitgenommen. Ich habe alles vergessen. Machen wir gerade mal hier ein bisschen Licht. Ich weiß nicht, ob das ein gutes Zeichen ist, wenn man Kies findet. Da ist ein Feuerstein. Bringt uns alles nichts. Denn wir müssen jetzt immer noch nach Eisen finden. Ohne Eisen bringt uns die ganze Show hier nichts. Können wir auch kein Feuerzeug machen. Ich brauche Eisen oder nicht. Jetzt muss ich offscreen weiter nach Eisen suchen. Wenn es nicht anders da geht. Hey, Steine gibt es hier Omas.
Aber jetzt, was wir suchen, gibt's gar nicht. Eisen. Ich baue mich gerade mal kurz hoch, dass ich weiß, wo ich ungefähr bin. Ich habe gedacht, wir haben jetzt irgendeine Höhle gefunden. Ich höre sie doch schon. Komm schon, die Höhle muss doch hier irgendwo sein. Ah, ich habe sie gefunden. Guck hier. Ah. Da ist sie doch, die Höhle. Ah, da ist auch Eisen. Ich muss gerade mal hier ein bisschen heller machen. Also am besten, man setzt immer rechts die Fackel hin, dass man weiß, da wartet man schon. So, in der nächsten Folge oder dieser Folge, nee, in der nächsten Folge können wir dann ein Gatte herrichten. Ich brauche noch Kohle. So. Kann ich mir nicht wieder einen Kohleblock machen? Wenn wir Redstone gefunden haben, mache ich mir natürlich einen Kompass, dass ich weiß, da ist mein Zuhause. Obwohl, ich finde ja mein Zuhause. Schlecht wäre es nicht mit dem Kompass. Also ihr könnt für euch auch eine automatische Eiselfarm bauen oder eine automatische Weizenfarm, ist mir egal. Solange ihr kein TNT benutzt, TNT tue ich dann wie so ausstellen, sonst geht der Server down und das ist blöd. Nein. Okay, ich muss da runter dann. Ist gut, solange nichts in die Lava fällt, ist mir alles egal. So. Ich will mich gerade mal kurz runterbauen hier. Ah, jetzt ist die auch kaputt. Ja, wir müssen uns gerade mal wieder einen Weg nach oben bauen dann. Ich muss erstmal gucken, von wo wir gekommen sind. Aber wir sind von da. Nein! Das war knapp. Ich wollte schon sagen, wir sind von da gekommen. Ja. Das heißt also, dann baue ich hier eine Fackel hin. Da ist der Eingang. Ich baue hier nochmal eine hin. Dann baue mich da mal mit. Ja, das war gut, Christoph, sehr gut. Mit hier ein bisschen Dirt, also Erde noch ein bisschen runter. Ich habe das Gefühl, die sind hier überall. Ich meine, wir haben ein bisschen Eisen gefunden. Ah, da sind sie auch schon. Guck, da ist die ganze Mannschaft hier. Da ist die ganze Mannschaft und wartet auf mich. Kommt her. Macht euch nur gegenseitig kaputt. Kommt, 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 kommt. Ich lasse euch nicht raus. Jetzt könnt ihr vergessen. Ich mache euch jetzt fertig. So, der erste tot. Aber das sind gleich zwei auf einmal. Wo kommen die denn alle auf einmal her? So. Der noch.
So, jetzt sind alle tot. Bis auf den Creeper hier. Komm, jag dich in die Luft. Komm her, guck mal, hier, da bin ich. Ja, komm, 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 jag dich in die Luft. Creeper, hier bin ich. Ja, komm, wir lassen mal die Tiere da, wo sie sind. Das machen wir zu, bevor ich da noch reinfall. Ja. Und da suchen wir mal die Höhle weiter. Wie habe ich das gefunden, wo ich überhaupt da war? Ich war wegen Eisen hier. Alter, geht's da lang? Guck mal, wie weit? Oh, wir haben eine Mine gefunden. Boah, cool. Jungs, das war jetzt Zufall, dass wir hier eine Mine gefunden haben. Aber da können wir nicht hingehen, wir sind heute gut ausgestattet für eine Mine. Cool, wir haben eine Mine gefunden. Ich muss mich gerade mal hier kurz zubauen hier. Dient nur zum eigenen Schutz. Dass mich von hinten keiner anbeißt. Und dann sind wir tot. Ich tue auch den Weg dann markieren mit Dirt. Also wie man sieht, der macht kein großer Schaden. Ich wollte gesagt, ich tue ihn markieren hier den Weg mit Dirt. Also hier, 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 hier. Denn Dirt gibt's hier auf der Welt genug. Hier, hier und hier. Und da geht es nämlich dann hoch. Genau, da geht es dann zur Mine, wo wir dann irgendwann besuchen gehen, wenn wir besser ausgeschaltet sind. Ja, jetzt 21 Eisen. Das reicht für einen Eimer. Da haben wir noch ein bisschen Kohle. Also der Trip hat sich auf jeden Fall gelohnt. Wir haben eine Mine gefunden. Ich bin überrascht, dass ich so eine Mine gefunden habe, ohne irgendwas zu machen hier. Cool. Ah, da müssen wir ein bisschen besser ausgerastet sein, damit brauchen wir dann Eisen, Schuhe etc. pp. Heißt also, ich gehe dann aufscreen nochmal hier runter und tue noch ein bisschen Eisen farmen. Diamanten haben wir leider noch keine gefunden. Ist auch noch ein bisschen früh, muss ich sagen, mit Diamanten finden. Ich muss mich jetzt erstmal hier mit ein bisschen Kohle noch ein bisschen beschäftigen hier. Ah, da oben ist Eisen. Cool, okay. Ah, Eisenader. Dass wir uns ein Eisenschwert bauen können, eine Eisenrüstung, da brauchen wir viel Eisen, aber zuerst will ich mir halt eine Dings bauen ein Eimer. So, da brauchen wir auch ein Dörtchen, dass wir wissen, da geht's lang. Und natürlich noch eine... Noch eine Fackel hier hin und dahin. Hier noch eine. Genau. So, dann gehen wir hoch. In der nächsten Folge fangen wir dann unser Garten ein bisschen zu bauen. Ich weiß schon, wie ich ihn baue tue. Ja. Aber mit diesem Bild möchte ich mich ganz herzlich bei euch verabschieden. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Christoph D68. Tschüss.